Frankfurt in Krabi. Wir fliegen jetzt nach Singapur und das machen wir jetzt mit AirAsia mal wieder. Wir haben diesmal den Koffer einchecken müssen oder haben das vorher gemacht? Aber hat keine kontrolliert. Wir hätten es vielleicht auch einfach durchschnurren können. Nein, wie man es macht, macht man es falsch. Diesmal haben wir es mal bezahlt. Letztes Mal sind wir erwischt worden, mussten $40 zahlen. Gut, wir sind gerade hier und warten noch ein bisschen. Haben wir was zu knabbern dabei? Natürlich. Oh ja, dann geht's gleich los. Wir melden uns über Singapur. Tschüss. Tschüss. Völlig fertig. Ja, hallihallo aus Singapur. Wie wieder mal ohne Fenster hier das Ganze. 40 Euro. Ja, für günstige 44 Euro pro Nacht. Und jetzt haben wir es wie spät? Um 3, um 4. Wir sind um 6 Uhr morgens losgefahren. Und die meiste Zeit haben wir jetzt echt verbraucht, um die Fahrkarten zu kaufen, um hierher zu kommen. Nein, Flug noch zwischen. Gut, wir sind geflogen, ja, aber es. Wenn du am Flughafen ankommst und du brauchst eine Fahrkarte, um nach Singapur in die Stadt zu fahren, dann stehst du erstmal, um den 3-Tage-Pass zu kaufen, in einer Riesenschlange. 3-Tage-Pass haben wir uns genommen, aber erst ab morgen, weil wir heute nur hierher gefahren sind und erst ab morgen die Stadt erkunden wollen. Und wenn du dann am Automaten stehst, aber kein Kleingeld hast, musst du wieder woanders anstehen. Dann musst du wieder zurück zu dem Automaten, diese Karte kaufen, dann zur Bahn, jetzt sind wir dreimal umgestiegen. Hat auch ohne Probleme geklappt, aber die Umsteigestationen sind so weitläufig. Du läufst und läufst und läufst, um zum nächsten zu kommen. Wir sind ziemlich fertig, wir gehen jetzt was essen und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas anderes schaffen. Ciao. Ciao, ciao. Little India ist auf jeden Fall sehr bunt und sehr geschäftstüchtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Singapur. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Frühstück hier einzunehmen und haben jetzt hier für günstige 5 Euro 2 Tee und 2 Donuts geschnappt. Und jetzt sitzen wir hier auf dem Spielplatz. Pfeifen uns das Zeug rein. Die ganze Stadt ist wie ein Flughafen. Extrem sauber, überall Durchsagen, überall Kameras, überall Verbotsschilder. Das Schlimmste, was ich gestern gesehen habe oder gehört habe, war ein Hinweis in der U-Bahn. Die ging ungefähr so. Wenn Sie eine verdächtige Person sehen, drücken Sie den Stopp-Knopf und informieren Sie uns. So, das hat natürlich nicht gereicht, deswegen gibt es jetzt nochmal ein Frühstück. Santas Portion, ein Stück Bananenkuchen und ein schwarzer Kaffee. Ich habe ein bisschen mehr Hunger gehabt. Das Ganze für 10 Dollar. Ungefähr 6 Euro. So, jetzt ist mit unserem U-Bahn-Pass mal ein Stück weitergefahren. Wir sind jetzt hier am Harbourfront und da unten ist Sentosa. Jetzt könnte man hier mit der Schwebebahn fahren oder mit der Gondel fahren oder eben laufen. Wir machen das. So richtig weit sind wir noch nicht gekommen. Es wird erstmal gegessen. Und klar, haben wir auch noch Kekse dabei und Wasser und Melone und noch eine Banane. Weil das ist schon ein sehr anstrengender Weg da. Einmal über die Brücke laufen, dann ein bisschen in Sentosa gucken. Was hat es jetzt gekostet? 10 Dollar. 10 Dollar, 6 Euro. Krapp.
Ja, hier auf Sentosa gibt es auch ein eigenes Universal Studio. Aber da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Jetzt haben wir uns hier in die Magnetschwebebahn geschwurbelt. Und fahren mal auf die andere Seite von Sentosa zum Strand. Ja, alles hier ist künstlich angelegt, das merkt man. Sieht halt aus, wie es aussieht. Wie aus einer SimCity-Simulation. Ja, der südlichste Punkt Südostasiens. Da hinten sind, der komplette Horizont ist voller Schiffe. Tanker und. Und die Luftwaffe trainiert hier gerade Betankungsmanöver. Ja, da kommt gerade ein Tankflugzeug drüber. Und so sieht es hier am Sentosa-Strand aus. Das heißt, die Insel ist künstlich so erschaffen, ein bisschen Vergnügungspark, und am Wochenende kann man sich schön am Strand auch hinlegen. Auf der Insel schön die Aussicht genießen. Hier gibt es ein paar Hüpfburgen. Haben die schon ganz gut gemacht. Wasser ist auch schön klar übrigens. Jetzt sind wir auf der Hängebrücke zur kleinen Insel vor Sentosa. Sieht aber super leer aus. Ja, schöne Strände und ja, ganz nett eigentlich. Finde ich auch. Also für mich ist es super. Ja, perfekt. Für ein Wochenende super geil. Ja, jetzt sind wir am südlichsten Punkt vom asiatischen Kontinent. Ja, das sieht doch ganz paradiesisch aus hier, oder? Das einzige Manko ist, dass da hinten die ganzen Öltanker liegen und deswegen hier die Sperren sind, damit hier kein Öl reinläuft in den paradiesischen kleinen angelegten Strand. Und da sind noch mehr. So, jetzt sind wir in einem Teil, das nennt sich Harper Villa. Wurde uns von einem Local empfohlen bei Couchsurfing. Und das sollen wir uns mal angucken. Das soll wohl ganz krasse Skulpturen hier drin geben. Da prüfen wir doch mal, ob das stimmt. Diese Anlage gibt es in einem Bereich, der nennt sich die 10 Höfe der Hölle. Das ist aus dem Indischen. Und jetzt betreten wir hier gleich mal die 10 Höfe der Hölle. Die Form der Hölle. Und die wurde gemalt von Avicii. Ich wusste gar nicht, dass der auch malen konnte, aber naja. Gruselig, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ein Turm, in dem die Toten ringförmig aufgebahrt werden. Dann kommen die Vögel, fliegen zu den Toten, essen das Fleisch auf, bis nur noch die Knochen übrig bleiben, und dann werden die Knochen in die Mitte geworfen. Ja, und der äußere Ring ist für Männer, der mittlere für Frauen und der innere Ring für Kinder. Gruselig. Jetzt geht's hier dann in die Hölle rein. So, also jeder muss sich von dem Gericht verantworten. Das sieht dann so aus. Der Delinquent kommt vor das Gericht und er wird entschieden, ob er Gutes oder Schlechtes getan hat. Und dann kann er über die goldene oder über die silberne Brücke ins Paradies kommen oder er wird in die Hölle geschickt. Und in der Hölle muss er dann verschiedene Qualen erleiden. Hier kommen sie dann an. Werden dann schön über dem Feuer geröstet. Oder wenn man die Drogen geschmuggelt hat, dann wird man an einem heißen roten Kupferpfosten festgemacht. Aua.
Eieiei, wer denkt sich denn solche Maschinen aus hier? So, wenn man dann die ganzen Höllenqualen überstanden hat, dann darf man nochmal fußgerecht und dann gibt einem hier die alte Dame einen Tee zu trinken. Der verwandelt einen dann zurück in einen Mensch oder in ein Tier. Und dann muss man zum Beispiel als Mensch ein Leben voller Qualen oder Leiden erleben. Oder man hat es ganz einfach und voller Komfort. Es ist ganz ein schönes Leben. Je nachdem, wie der Tee wirkt. Tja, das ist die alte Dame, die den Tee verteilt. Was zur Hölle? Was ist da los? Ja, auf jeden Fall meine Seite von Singapur, die ich noch nicht so oft gesehen habe in Bildern. Hier zum Beispiel der Panda-Bär auf LSD. Trompetenaule und hier der Frosch, der da irgendwie erstochen wird. Oh, hier die Krabbe, die den Menschen schluckt. Und alle sind irgendwie verwandelt in Tiere. Ist ganz schön crazy. Dann geht's hier so rein. Ja, und hier wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wer die Drogen genommen hat und was für Drogen genommen wurden. Aber hier geht's richtig zur Sache. Da hat jemand viel Fantasie mitgebracht. Alles Geschichten aus dem Leben. Hier Roland, der große Riesenlulatsch, der von den Weibern angemacht wurde. Dann Johnny auf dem Pferd, der über die Brücke geritten ist. Dann hier Olga Petrovska, die Asche zusammengekehrt hat. Olma Zappelbart. Und natürlich Beppo der Clown, der die Leute ins Wasser geworfen hat. All das kann man hier in Bild und ohne Ton sehen. Wir sind jetzt einfach mal in irgendeinen Bus gestiegen. Jetzt sind wir hier gelandet. Ganz woanders, als wir eigentlich hin wollten. Und was macht man in der Not, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Gleich mittags. Essen gehen, natürlich essen gehen. Die Problematik natürlich, dass es hier nur chinesisches Essen gibt. Und das natürlich überhaupt nicht Santas Geschmack ist. Weil alles ist irgendwie so scharf oder mit Fischköpfen. Undefinierbar. Naja. Da wird die Suche wohl etwas länger dauern. So, hier kriegt man noch was für sein Geld. Ich habe jetzt einen Curry mit Schweinefleisch genommen. Das kostet wohl so 4 Dollar. 2,50. Und ja, das wird da jetzt frisch zubereitet. Schauen wir mal, was es wird. Ja, so sieht das Ganze aus. Nudeln mit Schweinefleisch in Curry. Einfaches, aber ehrliches Essen. Für 4 Dollar. Geht auch. Ja, also wir sind jetzt hier am Ufer von Marina Suns Bay und gucken uns die Skyline auf der anderen Seite gerade an. Für mich sieht es so aus, ein bisschen wie gerenderte Stadt. Hinter uns ist das Marina Bay Suns. Witzig, man sieht immer mal wieder Leute aus dem Pool da oben rausgucken. Schon krass. Schon cool, ja. Selber hier zu stehen und das eigene Augen zu sehen. Komisch, ja.
Ja.